Herzlich willkommen zu diesem ersten Video der Videoreihe Social Media Marketing für Unternehmen. Heute besprechen wir, wie man professionelles Social Media Marketing für Unternehmen, aber auch für Selbstständige und Privatpersonen betreibt. Zudem werden wir uns damit befassen, wie man Social Media Ziele im Marketing richtig und vor allem wegweisend definiert. Mein Name ist Philipp Neurather und ich bin Ihr Digital Expert bei businessfragen.com. Um eine erfolgreiche und professionelle Social Media Marketing Strategie zu verfolgen, müssen Sie als erstes Ziele Ihres Social Media Marketings aufstellen und diese mit Ihren Geschäftszielen abstimmen. Was ist für Sie wichtig zu wissen? Ganz wesentlich ist der Aspekt, dass man ohne konkrete Ziele natürlich nicht den Erfolg der Social Media Strategie überprüfen bzw. messen kann. Daher sollte man die Ziele genau definieren und in einem Dokument festhalten. Wie sollten Social Media Ziele genau definiert werden? Am besten definieren Sie Ihre Ziele im Social Media Marketing nach dem bekannten Framework SMART. Bei diesem Prinzip steht das S für Specific. Das Ziel sollte also präzise formuliert werden, zudem auch measurable sein, also die Ziele sollten sich auch messen lassen, zum Beispiel an der Followeranzahl oder an den Linkklicks in der Beschreibung. Außerdem sollten die Ziele bestmöglich achievable, sprich erreichbar, realisierbar sein. Noch hinzugefügt, Social Media Ziele sollten R für relevant, vor allem wichtig für das Unternehmen sein, und T, timed, in einem Zeitraum definiert werden bzw. für einen Zeitraum definiert werden. Ich werde Ihnen nun einige Beispiele nennen, dann wird dies schon viel klarer. Das Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2019 eine Followerschaft von 2500 Followern auf unserem Instagram-Account aufzubauen. Oder das Ziel ist es, im Monat Januar durch Social Media 300 neue Website-Zugriffe zu realisieren. Es ist zudem auch noch wichtig zu erwähnen, dass Sie wichtige Kennzahlen im Auge behalten sollten. Da viele soziale Netzwerke eigene Statistiken und Auswertungen zur Verfügung stellen, lässt sich dies für Ihr Unternehmen ohne großen zusätzlichen Aufwand leicht realisieren. Man sollte sich statt auf Likes und Shares auf wichtigere Kennzahlen konzentrieren, wie die Conversion Rate oder Aufrufe der Webseite oder Aufrufe durch Kontaktformularen oder neue generierte Leads. Zuletzt sei noch erwähnt, Sie sollten Social Media Ziele für jedes soziale Netzwerk eigens bestimmen, da Sie von Netzwerk zu Netzwerk anders auftreten können und so individuell die Vorteile der unterschiedlichen Social Media Plattformen nutzen können. So, jetzt steht eigentlich nichts mehr im Weg, Ihre Social Media Ziele genau zu definieren. Wir haben eine Dokumentvorlage für Sie bereits ausarbeitet. Diese können Sie auf www.businessfragen.com downloaden. Den Link zur richtigen Seite finden Sie natürlich wie immer, wichtige Links in der Videobeschreibung. Sie konnten hilfreiche Tipps mitnehmen, wie Sie Ihre Social Media Ziele genau definieren und so eine erfolgreiche Social Media Strategie aufbauen. Vielen Dank!